herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Und immer noch beim Ansehen. Aber ich bin bald durch. Ich habe es gleich geschafft. Und ich werde das andere Feld erstmal bestehen lassen. Also ich werde da das Elefantengras jetzt erstmal nicht ernten. Und auch nicht unterpflügen. Sondern ich werde es erstmal stehen lassen und hoffen, dass der Krüger mir ein deutlich besseres Angebot für eine Miete oder so für einen Häcksler macht, damit ich den dann benutzen kann. Ich hatte ihn ja schon gefragt, so von wegen Probefahrt, ob da irgendwas möglich ist. Er hat ja gemeint, ja, könnten wir machen. War aber letzte Woche, also von dem her weiß ich nicht, ob er sich daran auch noch erinnern will. Ja, jetzt gucken wir dann mal. So, Stefan Müller ist auf dem Weg zum Neumann jetzt dann, um für mich Dünger zu kaufen. Und dann sind wir gut dabei, würde ich sagen. Felder sind gleich alle bestellt. Das können wir ausmachen. Ups. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Vorgewende noch fahren, noch drehen. Nächste Woche, wenn der Pflanzenschutz, die Pflanzenschutzgerätschaft da ist, können wir den Pflanzenschutz aufbringen. Da müssen wir auch welchen kaufen, ne? Deshalb ist gut, dass ich nur 10.000 Liter Dünger kaufe. Nicht gleich zu viel. Ah, warte mal. Der jetzt schon, ich weiß es nicht. Hätten wir vorher klären können, dass ich ihn dann abhole. Habe ich nur aber vergessen. Ja, ich hoffe mal, dass ich Anfang nächste Woche dann hier Pflanzenschutz auftragen kann. Da sieht das zeitlich noch ausgeht. Kein Polizist in Sicht, das ist schon mal gut. Kann mich schon keiner anhalten.
Job erledigt. So, was jetzt halt ein Nachteil ist, wir haben keinen Traktor mehr hier mit Frontlader. Kein Traktor hier mit Frontlader, das heißt, wir kriegen halt gerade. Warte mal, ich mache erst das Tor auf. Wir kriegen halt auch gerade die Eier nicht weg. Sie nicht durch ein. Warte mal, kann ich den da? Einen Meter habe ich noch? Wie viel habe ich vorne noch Platz? Wo muss der noch rein? Ein bisschen mehr. Dann wenn wir den schräg stellen, dann passt der so rein. Dann müssen wir den nicht. Müssen wir nicht abkoppeln. So, nun gehe ich glaube ich mal in den Wald, oder? Ja, machen wir mal. So, dann gehen wir mal in den Wald. Einfach da ein bisschen Ordnung machen, ein paar Paletten hin und her fahren. Damit da auch wieder Ordnung herrscht. Aua. Hier ist der Manitou. Da steht ja sogar noch eine Palette. Ich bin gerade am Überlegen, ich werde jetzt mal kurz rüberfahren und hol den kleinen Anhänger. So, warte mal, erstmal hier gucken. Da muss nämlich schon wieder Holz rein. Machen wir hier doch noch mal ein bisschen Holz rein. Wir haben zum Glück das letzte Mal hier ein bisschen was gelagert. Drei wollte ich eigentlich nicht, zwei wollte ich. Ich will nur zwei, Mann!
Oh, da geht doch noch ein bisschen mehr rein. Was kriegt man da noch? Ja, zwei ist doch gut. Nein. So ist gut. Ah, da hinten stehen nämlich auch schon wieder Paletten. Guck mal da. Ich wusste doch, ich habe hier noch ein paar rumstehen. Können wir vielleicht sogar noch mal welche auslagern? Oh, da stehen sogar noch mal welche. Oh, ho, ho. Da gibt es wieder einiges zu tun. Hatte ich mir nicht eine andere Paletengabel bestimmt? Ne, hatte ich glaube ich noch nicht. Ich hatte nur angefragt, glaube ich, was es da so gibt. Denn jetzt los? Das hasse ich doch. Das hasse ich doch. Okay. Geht nochmal gut. So. Oh ne, jetzt ist es runtergefallen. So ein Mist aber auch. So, jetzt aber. Ah, warte, ich wollte ein Bild machen. So. Gut. Wir machen hier ein bisschen weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Google Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Vielleicht muss man im Sägewerk, Palettenwerk nochmal was reinschmeißen.